Hallo meine Lieben, jetzt scheint hier die Sonne rein. Es wird ein bisschen hell, aber das ist ja ganz gut, wenn es hell ist. Also ich habe hier noch einen Strahler an. Ich lese heute weiter. Wir waren stehen geblieben, dass es klingelte und Jenny im Gehen rief, was willst du denn noch? Madonna-Syndrom. Sekunden standen sie sich gegenüber und Jenny dachte an ihr nicht perfektes Hauskleid-Wollsocken-Outfit und die nur von Luft so getrockneten Haare. Das wirkte alles andere als glamourös. Bevor sie irgendetwas sagen konnte, drückte er seine Lippen auf ihren Mund. Du scheinst immer im richtigen Moment zu kommen, flüsterte sie unter seinem Kuss hervor. Vico hielt sie noch immer fest in den Armen. Etwas verlegen wisperte sie, wie hast du mich gefunden? Er lächelte und zauberte das kleine Abendtäschchen aus seiner Jacke hervor. Ich dachte mir, die brauchst du noch. Oh, ja, sie nickte mit dem Kopf. Ich scheine wirklich das Talent zu haben, dieses Ding immer, also wirklich immer wieder irgendwo liegen zu lassen. Also ich hätte dich auch ohne dieses Ding gefunden. Vigo sah heute mit seiner Lederjacke, den Used-Look-Jeans, Biker-Boots, Pullover und Schal ziemlich rockig aus. Jenny fragte, willst du einen Kaffee? Sie musste schmunzeln. Jetzt stellte sie die Fragen aller Fragen, die nichts anderes bedeutete als bleib doch noch. Ja, gerne. Okay, du kriegst einen Kaffee, wie du ihn nirgendwo anders bekommst, auch nicht bei Starbucks. Ich bin gespannt. Naja, das schmeckt er ja eh nicht, redete sie weiter auf ihn ein und zog ihn hinter sich her in die Küche hinein. Ist alles nur Image und teuer. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was die Leute so cool daran finden, mit einem Pappbecher durch die Gegend zu rennen. Kaffee ist doch Genuss und so sollte er auch zelebriert werden. Jenny, ich habe das Gefühl, bei dir ist alles anders. Sie fragte sich, wie er das wohl meinte. Und gleichzeitig versuchte sie sich vorzustellen, wie er sich gefühlt haben musste, als er erwachte und nur eine zerwühlte Bettdecke neben sich vorfand. Sie hätte ihm ja auch so einen Zettel, sein Post-it-Ding da schreiben können. Danke für die schönen Stunden oder so. Aber nein, dachte sie, so war es besser. Mit ihrem wortlosen Verschwinden wollte sie ihnen beiden doch nur eine eventuell auftretende peinliche Situation ersparen. Und nun stand Vigo hier in ihrer Küche und sie konnte aus den Augenwinkeln heraus sehen, wie er sie in ihrem Hauskleid beim Zubereiten des Kaffees beobachtete. Plötzlich umfasste er ihre Hüften und küsste ihre frei gewordenen Schultern, denn das Hauskleid war so ein Oversize-Ding, bei dem eine Schulter immer irgendwie nicht bedeckt war. Seine Lippen an ihrem Hals flüsterten, ich mag den Duft deiner Haut, und seine Stimme hörte sich dabei ziemlich sexy an. Jenny zitterte und die altmodisch italienische Espresso-Kanne brodelte auf dem Herd vor sich hin. Kurz entschlossen schob sie ihn sanft beiseite, holte die schönen französischen Kaffeeschalen aus dem Schrank, goss den Espresso hinein, nahm die Milch vom Herd und schäumte sie per Hand mit einem Creamer auf. Diese Auf- und Abwärtsbewegung verunsicherte sie noch mehr. Irgendwie hatte sie noch nie darüber nachgedacht, wie das eigentlich aussah. Aber jetzt, mit Vico in ihrer Nähe, war alles irgendwie erotisch angehaucht. »Weißt du, das ist alles Handarbeit«, sagte sie schnell, und im selben Moment lachten sie beide drauf los. »Naja«, versuchte Jenny immer noch lachend, die Situation zu enterotisieren, »eben nicht so ein aus der Maschine Knopfdruckkaffee.« Vico nickte bedeutungsvoll und seine Augen sahen jeden ihrer Handgriffe. Jenny hätte sich am liebsten in seine Arme geworfen und kommentierte weiterhin die Zubereitung ihres Kaffees. Und als krönenden Abschluss ein wenig dunkle Schokolade und ein Hauch von Zimt darüber gestreut, voilà. Dabei strahlte sie ihn an wie ein Honigkuchenpferd. Was für ein wundervoller Moment, Jenny. Sie schluckte schwer. Der rotischste Kaffee meines Lebens. Jetzt wurde Jenny auch noch rot, stellte beide Kaffeeschalen auf ein Tablett und sagte, komm, lass uns mal ins Wohnzimmer gehen. Vigo setzte sich neben sie und schlürfte wie ein Franzose sein Café au lait, also laut. Der ist wirklich gut, sagte er anerkennt. Und dann fragte er, sag mal, ist dein Mann verreist? Ich habe ihn vorhin mit einer Tasche aus dem Haus stürmen sehen. Nö, er ist ausgezogen. Ausgezogen? Habt ihr sehr gestritten? Fragte er weiter und schaute auf die zerbrochene Champagnerflasche und die eingeschlagene Terrassentür. Also es ist nicht so, wie du vielleicht denkst. Na wie denn? Also die Tür, die habe ich selbst eingeschlagen, weil ich ja keinen Schlüssel hatte. Und die Champagnerflasche habe ich nach ihm geworfen, weil er alles versaut hat. Tja, das kann man wohl laut sagen. Stell dir vor, begann sie nun aufgeregt, seit 5 Jahren schläft er schon mit anderen Frauen und diese Silikontussi von gestern Abend wird nicht seine letzte Affäre sein. Habt ihr darüber geredet oder vermutest du das? Naja, wir haben geredet und er hat mir unmissverständlich klargemacht, dass er das für sein Ego braucht. Jenny schaute Vigo an. Und genau so leben will, legte sie noch nach, damit Vigo das auch richtig verstand.
Naja, also er ist ein Mann klarer Worte. Jenny, das tut mir echt leid. Ja, ist okay. Wirklich? Nein, eigentlich ist gar nichts okay. Er will mit meiner Erlaubnis andere Frauen ficken und mit mir weiter Happy Family spielen. Das geht gar nicht. Naja, kann ich verstehen. Und nun, wie willst du weitermachen? Na gar nicht. Schluss, außen, vorbei. Vorerst. Wie meinst du das? Ich weiß es nicht, wie es weitergehen soll. Dieses Gespräch driftete in eine Richtung, die ihr gar nicht gefiel. Tom ging fremd und sie selbst hatte die Nacht mit einem Hollywood-Star verbracht. Und nun saß er hier in ihrem Haus und fragte sie Dinge, die sie nicht beantworten konnte. Das war wie in einem schlechten Film. Und irgendwie musste sie aus der Nummer so schnell wie möglich wieder herauskommen. Bego schlürfte weiter an seinem Kaffee und ließ seinen Blick über die auf dem Tisch herumfliegenden Fotos wandern. Tolle Fotos. Er nahm den ganzen Stapel auf, um sie genauer zu betrachten. Und Jenny war ihm für den Themenwechsel unendlich dankbar. Hast du die gemacht? Ja, ich bin Fotografin im Ruhestand. Dabei machte sie mit ihren Fingern dieses Ausführungszeichen. Vor ein paar Tagen hatte ich zwar ein Kalendershooting mit Models, aber das war eine Ausnahme. Naja, wieso denn eine Ausnahme? Ach, weißt du, ein alter Studienfreund hatte mir den Job beschafft. Und wie es jetzt aussieht, muss ich wohl auf Jobsuche gehen. Und das in meinem Alter. Nico runzelte die Stirn. Was hat das mit dem Alter zu tun? Naja, du verstehst es nicht. Ich habe jahrelang meinem Mann den Rücken freigehalten. Jenny sah an sich herunter und strich die Haare aus dem Gesicht. Jetzt bin ich die Betrogene mit 40erin, habe Falten und kann nochmal von vorne anfangen. Das ist nicht prickelnd. Das ist nicht prickelnd, aber gegen die Falten kann man ja was machen, ne? Dann wird's schon klappen mit dem Job. Du willst dich doch nicht etwa operieren lassen. Na, warum nicht? In Hollywood legen sich doch alle schon mit 20 unter das Messer. Na, das ist ja das Drama, versuchte der Frauenschwarm, ihr die Sache mit der Schönheitschirurgie auszureden. Er betonte, alle Frauen, die dem heutigen Schönheitsideal halbwegs entsprechen, haben an sich herumschnippeln lassen. Siehst du, das ist doch der Trend. Hier und hat zur Folge, dass die Ladies fast alle gleich aussehen, findest du? Naja, sie haben die gleichen Näschen, die gleichen Lippen, die gleichen Apfelbäckchen. Naja, und wenn's gefällt, glaub mir, Jenny, die Regisseure und Produzenten sind am Verzweifeln mit ihren eingefrorenen Stars. Jenny musste automatisch an Nicole Kidman denken, eine wirklich schöne und fantastische Schauspielerin. Aber irgendwie sah sie in letzter Zeit komisch aus, war wohl doch zu viel Botox. Bego redete weiter. Man spricht schon von leblosen Hollywood-Masken, weil sie weder die Stirn runzeln noch richtige Gefühle zeigen können. Jenny hörte sehr aufmerksam zu, während Bego sich weiter ereiferte. Die können ja nicht mal mehr richtig lachen. Du, das ist mir auch schon aufgefallen. Und das, liebe Jenny, das ist doch nicht schön. Trotzdem sagte sie energisch und überlegte, ob Bego der richtige Gesprächspartner für so ein heikles Thema war. Natürlich war er das nicht. Sie redete mit ihm wie mit der besten Freundin. Doch dann vertraute sie sich ihm doch mal an. Guck mal, ich möchte doch hier nur so einen kleinen Schnitt auf dem Oberlid machen lassen und zog mit dem Finger das Lid straff. Sieht doch besser aus, oder? Er schüttelte den Kopf. Nein. Dein Gesicht ist voller Lebendigkeit und wenn du lachst, bist du so unwiderstehlich. Er war so süß, wie er das sagte und Jenny wurde ganz warm ums Herz. Komm mal mit. Bego nahm ihre Hand und führte sie zum Spiegel im Flur. Jenny folgte ihm zögerlich und weigerte sich zunächst, in den Spiegel zu schauen. Er stand hinter ihr, nahm ihren Kopf zwischen seine Hände und hob ihn sanft nach oben, sodass Jenny in den Spiegel sehen musste. Was siehst du? Was Jenny sah, verwunderte und irritierte sie zunächst. Sie sah eine Frau mit klarem Blick und stolzer Haltung, keine Spur von Bitterkeit über den leisen Verfall, und dafür war sie ihm dankbar. »Ich habe eine Idee«, sagte er. »Was für eine?« Beide setzten sich wieder aufs Sofa. »Komm schon, was hast du für eine Idee? Was hältst du davon, von mir eine Home-Story zu machen?« »Wie eine Home-Story?« hinterfragte sie völlig überrascht. »Naja, also so ganz exklusiv, mit Fotos und dem Ganzen drumherum.« Ich liebe zwar meine Privatsphäre und hatte noch nie die Presse im Haus, aber für dich würde ich das tun. Was? Das würdest du tun? Ja, also ich finde, du solltest aus deinem Ruhestand, wie du ihn nennst, herauskommen. Geh wieder raus ins Leben und mit den Fotos kannst du überall punkten. Da hast du recht, das wäre die Chance. Naja, du kennst ja diesen ganzen Medienhype, der um uns gemacht wird und normalerweise, wie gesagt, bin ich kein Freund davon. Jenny unterbrach ihn. Warum für mich? Also am besten wäre es, wenn du gleich mitkommst. Dieses verblüffende Angebot, wonach sich jeder Fotograf die Beine ausgerissen hätte, und dieser unglaubliche Mann auf ihrem Sofa machten Jenny einfach nur Mischugge im Kopf und Bauch. Wie sollte sie das alles nur verkraften? Bego war ein Traummann aus einer anderen Welt. Wenn Jenny überhaupt der Sinn nach etwas stand, dann nach etwas Realistischem und nicht der Champions League. Dafür war sie viel zu unbedeutend und auch zu alt. Und doch war sie so überwältigt, dass ihr dieser Mann die Chance ihres beruflichen Lebens bot und sie fragt ihn wieder, warum willst du das für mich tun? Ganz einfach. Ich habe jede Menge Geld.
Was ich aber nicht habe, er machte eine kleine Pause und sah ihr direkt in die Augen. Was ich nicht habe, ist jede Menge Jenny Erdbeerstein. Also, das ist, begann sie, also, das ist das schönste Kompliment, was ich je gehört habe. Ihre Hormone fuhren schon wieder Achterbahn und sie fühlte, also besser noch, sie wusste, dass dies der Anfang einer wunderbaren Freundschaft sein konnte. Vigo sollte ihr Freund werden. Beziehungen zu Freunden waren im Allgemeinen stabiler als reine Paarbeziehungen und der Verlust eines Freundes wog in manchen Fällen schwerer als der eines Lebensabschnittsgefährten, wie man es heute so schön nannte. Weißt du was? Vigo zog die Augenbrauen hoch. Was denn? Du bist so richtig nett. Also, möchtest du mit so einem Netten befreundet sein? Er schmunzelte dabei. Warum nicht? Du bist reich und kannst mich in die teuersten Restaurants einladen. Jenny schmunzelte nun ebenfalls. Doch dann sagte sie, sorry, Vico, die Beschreibung netter Kerl ist eigentlich doof. Mir sind nette Kerle normalerweise suspekt. Warum? Naja, also wenn sie nur nett sind, bringen sie anscheinend sehr viel Energie dafür auf, um über die nicht so netten Eigenschaften hinwegzutäuschen und sind immer halt Arschlöcher. Er lächelte. Finde heraus, ob ich ein Arschloch bin. Was für ein Typ, hein? Nein, oh Gott, so war das nicht gemeint, versuchte Jenny ihre Aussage zu entkräften. Die Sache ist nur die, ich wollte einfach etwas Schönes sagen und dass ich total gerührt bin, dass du so zu mir bist, wie du eben bist. Bin ich gerne, aber mal im Ernst, dieses fucking Nettsein ist Teil unserer Starbucks-Kultur. Eine angepasste, konforme Gesellschaft, in der alle die gleichen Fernsehsendungen mögen, das gleiche Essen, den gleichen durchtrainierten Körper, das gleiche perfekte Lächeln, die gleichen Titten haben. Das nervt. Jenny unterbrach ihn. Stopp, Vigo. Du sprichst jetzt aber über die Stars, oder? Nein, nicht nur. Irgendwie ist der Spaß vorbei. Es gibt kaum noch intellektuelle Neugier. Die Leute sitzen lieber vor der Glotze, anstatt ins Theater zu gehen. Sie haben Angst vor allem Neuen und Fremden. Die Angst vor etwas Neuem und Fremden kann ich durchaus nachvollziehen. Man verlässt sich eben lieber auf Vertrautes in einer Welt, die sich jeden Tag verändert. Ja schon, und dennoch sind früher Menschen mit ungewöhnlichen Ansichten gefeiert worden. Heute begegnet man ihnen mit Misstrauen und sie werden zum Außenseiter. Jenny hörte sehr aufmerksam zu und fragte, wir geraten jetzt aber nicht in diesen früher war alles besser Strudel, oder? Nein, es ist nur so alles, also es dreht sich nur um die eigene Bequemlichkeit, Aussehen und Geld. Du hast die Connections vergessen. Naja, die natürlich auch. Und die von inneren Selbstzweifeln geplagte Jenny hatte das Gefühl, dass Vigo im wahrsten Sinne des Wortes wirklich anders war. Die Tatsache, dass er ein berühmter Mann war, spielte dabei keine Rolle. Sicher, auch er musste mal aufs Klo. Dieser Vigo weckte aber einen Teil in ihr, wie sie früher einmal war. Früher mit all ihren Idealen. Nicht umsonst hat der Himmel Vigo geschickt. Und sie wäre wirklich dumm, ihn einfach ziehen zu lassen. Dass sie schon miteinander geschlafen hatten, brachte ihr wieder dieses emotionale Schwindelgefühl ein und sie errötete leicht. Was sprach dagegen, sich ihm einfach in die Arme zu werfen? Sie musste raus aus diesem Hamsterlaufrad, rein ins Getümmel leben. Jenny, wo bist denn du mit deinen Gedanken? Sie sah ihn an und sprach das aus, was sie die ganze Zeit schon überdachte. Vigo, ich denke, dass dies der Anfang einer wunderbaren Freundschaft sein könnte. Das sehe ich auch so. Los, komm, pack deine Sachen. Wie, jetzt sofort? Naja, was hast du zu verlieren? Nichts, aber kein Aber. Er zog sie vom Sofa hoch. Also du, sorry, sei mir nicht böse, aber das geht mir jetzt doch zu schnell. Ich kann nicht hier weg, so. Also schau, ich habe den Hund und auch noch wichtige Termine. Schweigen erfüllte den Raum. Welche Termine gab es eigentlich, die angeblich wichtiger waren, als mit ihm zu gehen? War sie denn völlig plemplem? Jenny bekam das Angebot ihres Lebens und sie dachte an ihren Hund, der ausgeführt werden musste. Wo war das Feuer in ihr, die unkontrollierte Energie des Jungseins? Jenny sank in sich zusammen. Es tut mir leid, ich bin total durcheinander. Weißt du, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann kommst du später, lenkte er ein. Ja, später, sagte Jenny schnell und bereute es auch schon im selben Moment nicht zugesagt zu haben. Später, dachte sie, na gut, wenn es dann mal nicht zu spät ist. Aber so war sie nun mal. Möchtest du noch einen Kaffee? Fragte sie verlegen. Sie schämte sich, ihm einen Korb gegeben zu haben. Doch er schüttelte nur leicht den Kopf. Danke, nein. Ich würde aber gerne eine rauchen. Ich auch, sagte Jenny. Lass uns ins Atelier gehen. Das ist im Übrigen mein Lieblingsort. Vigo folgte ihr und blieb erstaunt vor einer Staffelei stehen. Du bist doch Malerin? Incredible. Naja, nicht wirklich, sagte sie zaghaft. Dafür habe ich zu wenig Talent. Ich male, wenn mir langweilig ist. Vigo setzte sich auf den Hocker vor der Staffelei und betrachtete ihr neues Bild, das Madonna-Syndrom. Er sagte Dinge, die genau ihren Empfindungen entsprachen. Die nackte, verletzliche Weiblichkeit wurde von den kreisenden Geckos vor gierig blickenden Augen und fordernden Händen beschützt. Und das war so erstaunlich, dass Jenny nun gar nichts mehr sagen konnte. Sie war platt. Wie war das nur möglich? Vor nicht einmal 24 Stunden wussten sie noch nicht mal etwas voneinander. Innerhalb weniger Stunden hatte sie ein Höchstmaß an Gefühlen durchliebt und durchlebt. Er war hier bei ihr und machte ein unglaubliches, sogar moralisches Angebot,
und interessierte sich auch noch für ihre Kunst. Also großer Gott, dachte sie, und ohne weiter darüber nachzudenken, ob es passend sei oder nicht, setzte sie sich auf seinen Schoß. Schweigend betrachteten sie das Bild und er fragte, Jenny, verkaufst du es mir? Verkaufen? Nein, ich habe noch nie ein Bild verkauft. Dann ist das der Anfang. Also ich weiß nicht. Dieses Bild spricht mir momentan aus der Seele. Das war mir beim Malen gar nicht so bewusst. Wann hast du es gemalt? Gestern. Stell dir vor, gestern, vor dem Event. Vor lauter Frust begann ich Farbe auf die Leinwand zu klatschen und dann auf einmal wurde ich so wütend auf mich selbst und Tom, obwohl ich doch noch gar nicht wusste, dass er fremd ging. Aber allein die Tatsache, dass er mich nicht dabei haben wollte, war der Auslöser. Naja, du hattest vielleicht eine Ahnung. Ich war wohl meine Zeit voraus, egal. Jedenfalls deklarierte ich es zunächst als Wutbild. Das ist witzig, Wutbild, das gefällt mir. Also andere fressen, ich male, wenn es mir beschissen geht. Das scheint wohl meine Inspiration zu sein. Ich brauche Stress, um gut zu sein. Das ist sehr gut, Jenny, glaub mir. Also, dass mehr als ein buntes Farbwirrwarr dabei herausgekommen ist, machte wohl der Zufall möglich. Vico hört hier aufmerksam zu, sei nicht so bescheiden, Jenny. Na, wie dem auch sei, für mich ist es das Madonna-Syndrom, passt gerade zu mir. Komm, lass mich dein erster Käufer sein, ja? Ach, oh, Vico, seufzte sie und sah auf das Bild. Weißt du was? Ich schenk's dir. Also das kommt überhaupt nicht in Frage, das ist Kunst. In Hollywood würdest du damit ein Vermögen verdienen. Jenny lachte ihn aus. Jetzt übertreibst du aber. Nein, man muss nur zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute treffen und du hast mich getroffen. Ja. Und dann habe ich noch eine Idee. Was für eine? Du bekommst das Bild und ich die Story abgemacht. Damit würde ich mich irgendwie besser fühlen. Okay, so machen wir das. Obwohl ich das nicht annehmen kann. Doch, doch, du kannst es annehmen. Er sah sie so liebevoll an und meinte, ich würde wirklich gerne bleiben, aber ich muss zurück nach Los Angeles. Jenny wollte aufstehen. Halt, warte, noch nicht. Er zog sie wieder auf sich. Weißt du, Berlin war nur ein kurzer Abstecher zwischen Dreharbeiten, die nicht aufgeschoben werden können. Dabei streichelte er ihr zart über die Wange. Verstehe, und auch du musst dich an Verträge halten. Naja, das sind die Produzenten knallhart. Zeit ist Geld. Jenny erhob sich nun auch. Nein, Quatsch, Jenny erhob sich nun doch. Vigo ging an ihren Schreibtisch und schrieb seine Telefonnummer auf. Er sagte, du meldest dich, ja, wenn du deine Termine erledigt hast. Jenny sah kurz auf und sagte, mach ich. Bestellst du mir ein Taxi? Ja, aber ich kann dich doch fahren, bot sie sich sofort an. Schön, dann ist das noch kein Abschied. Und sie kam nicht umhin, die hörbare Erleichterung in seiner Stimme wahrzunehmen. Jedenfalls kam es ihr so vor. Und sie wusste, durch lange Recherche über das Phänomen Mann, dass Männer keine doppeldeutigen Ansagen machen. Fang und frei von der Leber weg. Ja, so sind sie, die Männer. Einfach gestrickt und geradeaus. Entweder sie stehen auf dich oder nicht. Punkt, aus, Ende. Ein Dazwischen gab es nicht. Und Vigo stand auf Jenny. Das war ihr in diesem Moment völlig klar. Jetzt muss ich mich aber irgendwie noch schnell umziehen und machte Anstalten, ins Ankleidezimmer zu gehen. Kann ich mitkommen? Ich muss jetzt mal kurz aus der Sonne raus. Kann ich mitkommen? Jenny hielt inne, presste ein Okay hervor. Das hieß, er würde sie für kurze Zeit nackt sehen. Also das Hauskleid konnte sie schnell über die Schultern fallen lassen. Oh Mann, dachte sie, die sie sich ausziehen vor einem Mann, glich mit zunehmendem Alter den Gang nach Canossa. Immer diese Angst im Nacken sitzend, dass sie einen bei näherer Betrachtung doch nicht mehr so toll finden könnten. Als erstes riss sie eine Jeans, einen Seidentop und einen Slip aus dem Schrank. Vigo setzte sich auf den Boden, Kopf an den Türrahmen gelehnt und schaute ihr dabei zu. »Mach mich jetzt bloß nicht nervös, ja?« sagte Jenny von der Situation ablenkend. Und wieder sah er sie mit diesem Leinwandlächeln an. Das Kleid fiel zu Boden. »Vigo, reicht dir den Slip? Du hast einen schönen Busen.« »Naja, also ein bisschen größer könnte er schon sein.« Dabei machte sie eine ausladende Handbewegung über ihren Busen und freute sich doch insgeheim über sein Statement. »Also ich finde das genau richtig.« Sie schlüpfte schnell in den String und die Jeans, zog das Top darüber und hockte sich hin, um ihre Chucks anzuziehen. Die Haare fielen vors Gesicht und Vigo strich ihr sanft über die Schulter hinweg. Dann lehnte er sich an den Türrahmen zurück, hielt eine Hand an sein Herz und Jenny entging nicht, dass sich dabei sein Blick etwas veränderte. »Was ist?« fragte sie besorgt. Er holte die Luft, ach, halb so wild, »ich habe da so manchmal so ein Ziehen in der Brust.« »Also du solltest es nicht auf die leichte Schulter nehmen.« »Na, du weißt doch, Männer sind wahre Meister im Ignorieren.« Sie hielt ihm beim Aufstehen ihre Hand entgegen. »Jetzt komme ich mir schon ein wenig behindert vor.« »Nicht doch. Wir sind eben nicht mehr die Jüngsten.« Dabei lächelte sie ihn an. »Aber in den besten Jahren. Naja, irgendwie sind doch immer die besten Jahre.« »Stimmt.« Dabei nickte er bedeutungsvoll. Im Flur warf Jenny ihren geliebten Trenchcoat über, griff in die Schale, um den Autoschlüssel aufzunehmen und rannte ins Atelier zurück. »Du bist dir ganz sicher, mir das Bild zu schenken, ne?« rief er hinterher. »Ja, ganz sicher.« Jenny startete den Wagen und bevor sie losfuhr, fragte sie, »Sag mal, wo ist denn eigentlich dein Gepäck?« »Ist schon im Flugzeug.« Jenny runzelte fragend die Stirn. »Und wann geht dein Flieger?«
Naja, also wenn wir da sind. Oh, natürlich flog er mit einem Privatjet. Und wieder war es da, dieses Gefühl, sich kurzzeitig in der anderen Welt aufgehalten zu haben, zu der Normalos keinen Zutritt hatten. Die ganze Fahrt überhielt er ihre Hand und an den Ampeln küssten die sich. Wo soll ich dich hinbringen? Also gleich aufs Rollfeld. Aber vorher müssen wir die Sicherheitsschranke passieren. Lassen Sie meinen Wagen da durch. Fahr nur langsam weiter. Plötzlich erschrak Jenny so sehr und trat abrupt auf die Bremse. Bewaffnete Männer sprangen vors Auto und schrien, halt, stehen bleiben. Oh Gott, das ist ja wie damals an der Zonengrenze, entfuhr es ihr. Keine Angst, Vita, die machen nur ihren Job. Ja, ja, das haben die damals auch gesagt. Die Männer rissen die Türen auf, gingen jedoch sofort einen Schritt zurück, als sie ihn erkannten. Excuse me, das war ein Versehen, Mister. Wir dachten schon, sagte einer der bewaffneten Männer. Ist schon okay. Ihr Flugzeug steht bereit. Mann, das ist ja wie im Actionfilm, wenn man mit dir unterwegs ist, sagte Jenny. Shit, rief Vigo plötzlich, fahr weiter und warf seine Tür schnell wieder zu. Jenny fuhr zu dem bereitstehenden Jet und fragte, was ist denn los? Ach, diese Paparazzi. Du, die habe ich auch schon gesehen. Jenny, ich habe kein Problem damit, aber du. Na, wie meinst du das? Also, du kannst dir nicht vorstellen, wie lästig die sein können. Er riss Jenny an sich und küsste sie so leidenschaftlich, wie Aragorn seine Arwen beim Abschied küsste, bevor er Mittelerde vor Sauron und den Orks rettete. Ich freue mich auf mehr von dir, flüsterte er in ihren Mund. Jenny schwankte zwischen Verstand und Gefühl. Am liebsten hätte sie alles hinter sich gelassen. Was erwartete sie eigentlich zu Hause am See? Und dann fiel es ihr wieder ein und sie sagte laut, der Hund. Der Hund? Fragte er fassungslos. Naja, Jenny, das ist doch nicht dein Ernst. Ruf deinen Mann an und sage ihm, dass er wieder einziehen kann. Ihr Puls raste. All die Ereignisse, das Flugzeug, die bewaffneten Männer, die Paparazzi, der Hund. Und sie fühlte sich wie im Schleudergang, sein Gesicht in ihren Händen. Nehmend sagte sie, Vigo, ich verspreche dir zu kommen, aber lass mich doch nur noch, wann wirst du kommen? Bald, sehr bald. Also ich lasse dich ungern zurück. Außerdem weißt du nicht, was es bedeutet, diese Presse am Hals zu haben, wenn sie dich und dein Haus belagern. Die lauern auf Bäumen und sonst wo herum und dann kommst du in die Schlagzeilen, egal ob es stimmt oder nicht. Du bist echt süß, aber ich komme schon damit klar. Und noch etwas, ja? Kein sensationsgeiler Journalist wird auch nur eine Silbe von mir erfahren. Das zwischen uns bleibt top secret. Jenny, sagte er, wo warst du nur so lange? Sie war gerührt und glaubte ihm aber irgendwie auch wieder nicht. Das war zu abgefahren, um wahr zu sein. Die Fotografen sprangen in der Hoffnung auf einen Schnappschuss wie Verrückte vom Auto umher. Vigo gab ihr Instruktion, du fährst sofort los, sobald ich aus dem Wagen bin, ja? Mach ich. Ich werde sie ablenken und ihre Fragen kurz beantworten. Was soll's, sie wollen ein paar Fotos und Ende. Schließlich leben sie davon. Der Countdown lief. Jenny fühlte noch einmal seine Hände, seinen Mund und biss sich an seine Lippen fest. Dann ein sehnsuchtsvoller letzter Blick und bevor er die Wagentür öffnete, strich er wie ein Hauch über ihr Näschen hinweg. Nicht in den Rückspiegel schauend gab sie Gas und düste davon. Coming home. Der Hund, begrüßte Jenny schwanzwedelnd. Du bist schuld, sagte sie traurig und herzte ihn zugleich. Der Hund musste als Alibi für ihre Unentschlossenheit herhalten. War sie denn wirklich so unentschlossen? Nein, eher vernünftig. Sie musste hier noch einiges regeln und dann konnte es losgehen, ab in die Stadt der Engel. Ihr Zuhause wirkte deprimierend und sie tat, was sie immer dann tat, wenn sie nicht mehr weiter wusste. Mit wilden Pinselstrichen bearbeitete sie eine Leinwand, bis kein Fleckchen weiß mehr zu sehen war. Völlig erschöpft sank sie zu Boden und weinte. Diesmal gab es nur zwei Farben, rot und schwarz. Rot für die Liebe und schwarz für die Trauer. Jenny trauerte um den Verlust des Ganzen. Innerhalb von nicht mal 24 Stunden hatte sich ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Im Ankleidezimmer lag das Hauskleid von vorhin auf dem Boden. Sie dachte an Vigo und ließ es liegen. In der Nacht fand Jenny keinen Schlaf. Sie wälzte sich hin und her, stand auf, ging in den Garten, sah in den Sternenhimmel, trank in der Küche Wein und rauchte. Im Stillen fragte sie sich, ob sie die ganze Ehemisere hätte verhindern können. Sie fühlte sich mitverantwortlich. Schließlich hatte sich Tom schon vor langer Zeit aus dieser Ehe geschlichen und dafür musste es doch Gründe gegeben haben. Er redete von seiner Findungsphase und der Angst, irgendwann leer auszugehen. Und deshalb nahm er alles mit, was sich ihm bot. Irgendwie beneidete sie Tom um seinen Egoismus. Das war eine Eigenschaft, die er völlig abging. Hätte sie sich doch nur viel früher in den Mittelpunkt gewagt. Von der Umwelt wurde ihr freiwilliges Zurücknehmen als Wesenszug gerne angenommen. Und ihr gab es jahrelang das Gefühl, ein guter Mensch zu sein. Doch jetzt drängte sich die Frage auf, wie hoch war eigentlich der Preis für viel zu wenig Ego? Angefangen hatte es bei Jenny mit Schlaflosigkeit, Lustlosigkeit bis hin zur völligen Selbstaufgabe.
Ihre gelebte Selbstlosigkeit zahlte sich im Endeffekt natürlich nicht aus und sie musste sich nicht darüber wundern, dass über die Jahre der Respekt ihr gegenüber flöten ging. Auch Werte wie Bescheidenheit unterlagen der Schnelllebigkeit und Jenny musste es in Zukunft egal sein, was andere Leute über sie dachten. Das Leben darauf auszurichten, von anderen gemocht zu werden, war schier unmöglich. Diese Kraft und Energie brauchte sie für sich selbst. Sie musste sich nur wieder richtig mögen und dazu gehörten Erfolgserlebnisse und ihre Unabhängigkeit. Und dann war die Sache da noch mit dem Glück, dachte sie, das keine Glückssache ist. Das Glück will herbeigelockt, umgarnt und erobert werden. Wie aber sehen sie nun aus, die vielen Wege zum Glücklichsein? Und schon steuerten ihre Gedanken geradewegs zu Vico. Verdammt, sie hätte doch mit ihm fliegen sollen. Und die Tatsache, dass sie mit niemandem darüber sprechen konnte, machte die Sache auch nicht besser. Auch nicht mit Hannah, wo es doch nichts Schöneres gab, als mit der besten Freundin alles zu betratschen. Außer die Sache mit Tom, die könnte sie Hannah erzählen. Das ganze leidige Thema musste einen Zuhörer finden. So, ihr Lieben, ich kann leider das Kapitel nicht zu Ende lesen, weil es einfach zu lang ist. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao und einen wundervollen Sonntag.